Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es mal ein ganz anderes Bild, wie ihr seht, mit ganz vielen Mustern und ja, vielen Einzelheiten, aber mit wenig Material letztendlich. Es sind nur die Aquarellfarben, dann der schwarze wasserfeste Stift, der Pigmentliner und dann ein weißer Gelstift. Mehr ist es eigentlich gar nicht von den Farben her. Schaut es euch an, viel Spaß dabei und über einen Daumen hoch oder ein Abo würde ich mich ganz sehr freuen. Der Rahmen ist geklebt und jetzt mache ich einfach Striche, wie es mir gefällt und beginne auch gleich mit dem Ausarbeiten.
Der Edding ist ganz getrocknet und nun greift in den Farbtopf, wie ihr wollt. Jede Farbe ist gut, egal welche, Hauptsache sie gefällt euch. Jetzt kommt der weiße Gelstift zum Einsatz und so verstärke ich noch die verschiedenen Muster. Ein ganz wichtiger Tipp von mir: Macht das Klebeband mit einem Föhn runter, erwärmt es und dann geht es nämlich runter, ohne dass irgendwas einreißt. Und nun noch ein paar Details für euch.